Willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Mythen aus Mittelerde. Heute werden wir euch Part 2 zu der Geschichte Feanors erzählen, nachdem wir zuletzt auf seine Jugend und sein Leben auf dem Götterkontinent Aman geblickt hatten. Und jetzt viel Spaß beim Video. Starten wir nun mit einer kurzen Zusammenfassung des ersten Teils. Feanor, der erste Sohn Finwës, wurde im Jahre 1169 zur Zeit der Bäume von seiner Mutter Miriel in Aman geboren. Er hatte einen überaus mächtigen Geist und galt als der geschickteste aller Elben. So erfand er das elbische Schriftsystem der Tengwa und fertigte unzählige magische Edelsteine an. Als sein größtes Werk gelten jedoch die heiligen drei Silmaril. Feanor wird auch als hitzköpfig und überaus starrsinnig beschrieben, was immer wieder zu diversen Konflikten zwischen ihm, seinen Halbbrüdern und den Valar führen sollte. So drohte er zum Beispiel Fingolfin, Finwës zweitem Sohn, im Jahre 1490 zur Zeit der Bäume, mit dem Tode und wurde dafür aus Tirion, seiner Heimatstadt, verbannt. 5 wallische Jahre später ereignete sich dann die Katastrophe im Leben Feanors. Melkor, der Feind der Welt und mächtigster aller Ainur, drang während eines Festes in die Burg Formenos ein, tötete Finwë, stahl die dortigen Schätze, darunter die drei Silmaril, und entkam mit Hilfe Ungolians in der darauffolgenden Verwirrung nach Mittelerde. Soweit waren wir im letzten Video ja gekommen. Nun beschäftigen wir uns mit den Taten und Entscheidungen des nach Rache sinnenden Noldor-Fürsten. In seiner Wut und Raserei verfluchte Feanor Melkor und nannte ihn Morgoth, den schwarzen Feind der Welt. Auf dem Hügel Tuna hielt er vor dem gesamten Volk der Noldor die gewaltigste Rede, die die Elben je gehört hatten. Warum, o Volk der Noldor, warum sollten wir weiter den neidischen Valar dienen, die uns, auch in ihrem eigenen Reich, vor ihrem Feind nicht zu schützen vermögen? Zwar ist er jetzt ihr Feind, doch sind nicht sie und er von einem Geschlecht? Rache ruft mich fort von hier. Ich wollte nicht länger in einem Lande wohnen, mit der Sippe dessen, der meinen Vater erschlagen und meinen Schatz geraubt. Doch bin ich nicht der einzige Mutige in diesem mutigen Volk. Mild flossen die Wasser von Cuivienen unter dem unbewölkten Sternenhimmel. Und weite Lande lagen ringsum, wo ein freies Volk wandern konnte. Sie liegen dort noch immer und warten auf uns, die wir in unserem Wahn sie verlassen haben. Komm fort von hier! Mögen die Feiglinge diese Stadt hüten. Sagt den Schwachen Lebewohl. Sagt euren Schätzen Lebewohl. Größere werden wir erringen. Nehmt wenig mit auf den Weg. Doch vergesst nicht eure Schwerter. Denn wir werden weitergehen als Orome und länger standhalten als Tulkas. Wir werden nie ablassen von der Verfolgung. Hinter Morgoth sind wir her. Krieg soll er haben und Hass ohne Ende. Doch wenn wir gesiegt und die Silmaril zurückgewonnen haben, dann sind wir, wir allein, die Herren des unbesudelten Lichtes und Herren alles Glücks und aller Schönheit von Arda. Keine andere Rasse soll uns vertreiben. Mit seiner Zunge war Feanor ebenso gewandt wie mit seinen Händen und er verstand sich sehr wohl darin, die Herzen anderer mittels Wortgewalt zu beeinflussen. In jener Nacht rebellierte er offen gegen die Valar und bewegte viele der Noldor dazu, Aman zu verlassen, dem Segensreich Valinor den Rücken zu kehren und mit ihm nach Mittelerde zu ziehen, um Melkor zu bekriegen, welchen er in seiner Wut und seinem Hass maßlos unterschätzte. Dann, am Höhepunkt seiner Ansprache, leistete Feanor und dessen 7 Söhne einen furchtbaren Eid. Das ewige Dunkel auf sich herabwünschend, gelobten sie, Manwë zum Zeugen rufend, Varda und den heiligen Berg Tan Yggdrasil mit Hass und Rache bis ans Ende der Welt zu verfolgen, jeden Valar, Dämon, Elben oder ungeborenen Menschen oder jede Kreatur, ob groß oder klein, gut oder böse, welche die Zeit hervorbringen mochte, bis ans Ende der Tage, wer immer einen Silmaril aus ihrem Besitz nehme, behalte oder verwahre. Obwohl Feanor nun etwa 90% aller Noldor davon überzeugte, nach Mittelerde zu ziehen, wurde er von einem Großteil der Elben nicht als rechtmäßiger König angesehen. Viele wollten lieber unter der weisen Regentschaft Fingolfins leben. Deswegen brach das Noldor-Volk im Jahre 1495 in 2 getrennten Scharen zu ihrer großen Wanderung auf. Feanor indessen gedachte, sein Volk nordwärts führend auch die Teleri zum Aufbruch nach Mittelerde zu überzeugen. Einerseits, um sein Heer zu verstärken,
andererseits, weil die Teleri, welche in den Küstengebieten Amans lebten, von Osse selbst den Schiffsbau erlernt hatten und exzellente Seefahrer waren. Denn eine Wanderung über die eisigen Gletscher der Helcaraxe, welche im Norden Aman und Mittelerde verband, war schier unmöglich und hätte bestimmt viele Elben das Leben gekostet. Jedoch weigerte sich Olwe, der König der Teleri, Feanor beizustehen. Was unsere weißen Schiffe angeht, die habt nicht ihr uns gegeben. Diese Kunst haben wir nicht von den Noldor gelernt, sondern von den Herren des Meeres, und ihre weißen Planken haben wir mit eigenen Händen gezimmert, und ihre weißen Segel haben unsere Frauen und Töchter gewoben. Darum geben wir sie nicht her, und sie sind uns nicht feil für keinen Bund und keine Freundschaft. Denn ich sage dir, Feanor, Finwes Sohn, sie sind für uns, was die Gem für die Noldor sind, das Werk unseres Herzens, dergleichen wir kein zweites schaffen können. Da Feanor diese Schiffe unbedingt benötigte, um nach Mittelerde zu gelangen, ließ er die Schiffe in seinem Wahn dennoch bemannen. Dies wollten die Teleri aber um jeden Preis verhindern, da diese Schiffe ihr Lebenswerk waren, und so zogen sie ihre Waffen und attackierten ihre einstigen Freunde und Verbündeten. In jener schlimmen Tat, welche man später den Sippenmord von Aequalonde nannte, metzelten die Noldor, welche ihren Widersachern in Zahlen, Kampfkraft und Ausrüstung überlegen waren, die Küstenelben nieder, und Feanors Schar bemannte die Schiffe. Dieses Morden von Elben an Elben war in keinster Weise gerechtfertigt und galt als das größte und schlimmste Verbrechen, welches je von den Kindern Ilúvatars begangen wurde. Die Valar reagierten daraufhin, da sie eine solche Missetat nicht dulden konnten, mit der Prophezeiung des Nordens, welche auch der Fluch der Noldor geheißen wurde. Denn Mandos, der Valar des Schicksals, verkündete mit unheilvollen Worten den Tod, Verderben und die unausweichliche Niederlage gegen Melkor für das gesamte Haus Feanors und alle, die sich ihm anschließen mochten. Doch viele Noldor waren nicht gewillt, umzukehren, oder hatten Angst vor dem Urteil der Valar und machten Feanor für alles verantwortlich. So setzte sich die Reise der Elben nach Norden fort, und Feanor, welcher von den Unruhen in den eigenen Reihen und dem Anspruch Fingolfins auf die Krone des Hochkönigs der Noldor wusste, traf sich mit seinen Söhnen beratend eine weitere verheerende Entscheidung. So ließ er die Schar seines Halbbruders, welche zu Fuß unterwegs war, im Lande Aramant zurück und segelte mit seinem Gefolge über die Meerenge nach Mittelerde. Doch keineswegs gedachte er, die Schiffe der Teleri zurückzuschicken, um die restlichen Noldor passieren zu lassen. So ließ er diese wunderbaren Gefährte in seinem Wahnsinn an der Mündung des Fjords von Drengist verbrennen. Damit verdammte er Fingolfin und dessen Gefolge dazu, es mit der todbringenden Kälte der Helcaraxe aufzunehmen. Es war eine unüberlegte Tat, denn die Flammen wurden von Melkors Speeren gesehen, und dieser gedachte keineswegs, seine Ländereien an die Noldor-Elben abzutreten. So kam es noch im selben Jahr, 1497 zur Zeit der Bäume, zur zweiten großen Schlacht um Beleriand, der Dagor Nuin Giliath, in welcher Melkor versuchte, seine Feinde mit zwei Ork-Armeen zu überraschen und schnell zu vernichten. Zu jenen Gefechten unter den Sternen haben wir schon ein ausführliches Video gemacht. Deswegen fassen wir die Schlachtergebnisse jetzt nur kurz zusammen. Die Orks Melkors waren trotz ihrer Übermacht nicht in der Lage, Feanors Heer zu besiegen, und wurden von den Noldor-Kriegern nordwärts ins Fen von Cerech getrieben, wo sie größtenteils vernichtet wurden. Feanor in seinem Hass und Kampfrausch stürmte mit nur wenig Begleitschutz allen anderen voran und hetzte die noch übrig gebliebenen Orks über die grüne Ebene von Ardgalen. Doch er war blind geworden für seine Umgebung. Alle Gefahren missachtend geriet er im Laufe der Jagd auf die Ebene von Dor Daedaloth, als die Orks nicht mehr davonliefen. Direkt vor dem Fuße der Fangorothrim stellten sie sich zum Kampf und hielten Stand. Plötzlich kamen aus Angbans Tor gewaltige Feuerdämonen, die Balrogs, hervor und kesselten Feanor ein. Er war nun weit seinem Heer vorausgeeilt, sodass ihn keine Verbündeten mehr umgaben. Vollkommen auf sich allein gestellt, kämpfte er einen verzweifelten und ungleichen Kampf gegen die gewaltigen Valarauka. Lange hielt Feanor den Feuergeistern stand, jedoch wurde er letztendlich vom Fürsten der Balrogs, Gothmog, tödlich verwundet. Das Schlimmste verhinderten jedoch seine sieben Söhne, denn sie kämpften sich zu ihrem verwundeten Vater durch, sodass sich die Balrogs zurück nach Angband begaben. Als Feanor wenig später von seinen Söhnen umgeben im Sterben lag, verfluchte er Melkor dreimal und erinnerte seine Söhne an den Eid, den er mit ihnen gesprochen hatte. Dann starb er, und als sein Geist den Körper verließ, zerfiel dieser zu Asche. Nie sollte er die Hallen von Mandos bis ans Ende aller Tage verlassen.
Und damit sind wir mal wieder am Ende dieses Videos angelangt. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat und ihr noch den ein oder anderen Fakt zu Fëanor, dem mächtigsten Elben aller Zeiten, dazugelernt habt. Falls ihr noch Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, so schreibt sie uns doch gerne in die Kommentare. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, bis bald und auf Wiedersehen. Are you? Let's go.